Achieved with CryEngine 3. Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen Lichdom Battle Mage. Ein weiteres Spiel aus der Gameplay-Reihe, in der ich euch einfach mal ein paar Spiele vorstellen will. Ob es jetzt neue sind, Early Access, irgendwelche Indie-Sachen, auch ältere Dinger. Da will ich jetzt mal so eine Reihe starten oder eine Reihe weiterführen. Und ja, dieses Spiel hier ist ein Early Access-Spiel. Es ist von dem Entwickler Xavient oder wie auch immer man das ausspricht. Es kam am 19. März 2014 raus, beziehungsweise es kam ja noch nicht raus. Es ist die Pre-Alpha, steht hier bei Steam geschrieben. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, was die bis jetzt schon mal gemacht haben. Das sieht nämlich ganz, ganz interessant aus. Jetzt ist mir gerade eingefallen, muss ich bei der Grafik noch ein bisschen runtergehen. Dann seht ihr auch nochmal das Menü hier. Da kann man noch nicht wirklich viel machen. Man kann hier Anti-Aliasing auch noch gar nicht anstellen. Das ist sehr, sehr schade. System Spec very high. Ich stelle mal auf high, damit das hier bei der Aufnahme vielleicht nicht ganz so ruckelt. Denn es hat noch so kleine Performance-Probleme. Field of View machen wir ein bisschen größer, auch wenn das hier vorgeschlagen ist oder empfohlen wird hier. Und dann machen wir Apply und dann gehen wir zurück. Und dann gehen wir zurück. Und ja, danke. Und starten nochmal ein neues Game. Name must be at least 3 characters long. Okay, ja, das ist kein Problem, denn mein Name ist länger als 3 Buchstaben. Fischkorb. Oh yes. Und jetzt lass uns mal ein bisschen rumzaubern. Also, ich habe mich noch nicht so viel informiert. Ich habe ein bisschen gezockt, um zu wissen, wie die Steuerung so aussieht. Und ja, wie gesagt, so viel ist da noch nicht passiert, ne? Also, es ist die Dialoge sind noch nicht vertont. Und ich glaube auch nicht, dass die Story so ablaufen wird, wie sie hier in dieser Pre-Alpha abläuft. Das weiß ich aber nicht. Das kann man natürlich recherchieren, wenn man jetzt zum Beispiel Zugang zu Google oder sowas hat. Ich bin da immer ein bisschen faul und würde mich jetzt auch sehr, sehr freuen, wenn das Spiel mal beginnen würde. Gibt's Probleme? Hallo? Kann ich irgendwie helfen? haben wir einen Absturz? Haben wir etwa einen Absturz? Das wäre ja sehr, sehr ungünstig. Ah nein, okay. Es geht los. Und ihr seht, es hat noch so kleine Probleme. Manchmal ab und zu kommt es in so eine kleine Verrucklung. Aber das macht jetzt nichts. Es sieht wunderschön aus. Ihr habt ja gesehen, es ist mit der CryEngine 3 gemacht. So, übrigens, mit Space springt man nicht. Ja, was kann man machen? Ihr seht hier unten rechts, ich habe einen Feuerzauber und einen Eiszauber. Das finde ich schon mal gut. Und das funktioniert folgendermaßen. Mit der linken Maustaste einmal drücken. Ist so ein Schuss, ne? Wenn du gedrückt hältst, lädst du auf. Bam! Und machst einen stärkeren Schuss. Das gleiche gilt hierfür. Zack. Und dann kommen wir nochmal auf die Space-Taste zurück. Und zwar, wenn man jetzt Space drückt und in eine Richtung drückt, pfiu, dann springt man dahin. Und alles auf dem Weg wird, glaube ich, abgefackelt. Oder halt eingefroren. Das habe ich leider erst sehr spät bemerkt. Das ist nämlich sehr, sehr nützlich. Ich zeige euch das gleich mal. An den ersten Feinden hier. Man kann auch sprinten, das finde ich gut. Yay. Und da springt es wieder. Ich glaube, ich würde einfach mal behaupten, dass es jetzt an der Pre-Alpha-Version liegt, dass es noch nicht so ganz optimal läuft. Und da kommt schon der erste Feind. Bam! Die richtige Taktik ist eigentlich einfrieren. Zack! Dann wird er langsamer. Oh, hat jetzt nicht funktioniert. Und nochmal. Gib ihm. Jawohl, ja. Er war noch nicht tot. Er war noch nicht tot. Vorsicht! Alter. Sag mal, was ist denn hier los? Können wir mal bitte... Hallo? Brenne! So, looten kann man die nicht. Das ist sehr, sehr traurig. Ich habe in so einem Video von einem Entwickler gesehen, die wollen halt auch, dass man hier nicht großartig mit Mana herumhantieren muss, sondern einfach die ganze Zeit auf die Schnauze geben kann mit seinen Fähigkeiten. Jetzt gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, hier zu zaubern. Jetzt pass mal auf, wenn ich jetzt die rechte Maustaste gedrückt halte und dazu die linke drücke und die auch gedrückt halte, dann kann ich so eine Area hier auswählen, wo ich diesen Zauber anwende und bam! Yeah! Und bam! Oh, das hat ihn jetzt nicht so interessiert. Einmal schnell weg. Zack. Und auf die Schnauze.
Und mit dieser Space-Fähigkeit ist man ganz schön OP. Aua. Das wollte ich erstmal hier demonstrieren, aber es geht nicht so richtig. Komm. Er ist immer noch ein bisschen eingefroren. Weg, weg, weg. Und Eis. Und Eis, 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 Eis. Was hat der denn für eine Range? Was hat der denn für eine Range? Okay, ich bin gestorben. Das macht aber überhaupt nichts. Denn wir fangen hier an diesem Checkpoint an. Das sind hier Checkpoints. Da kann man einfach drüber laufen. Dann macht's wusch. Und dann kommt man da wieder. Ja, es ist schön. Guckt euch das mal an. Das ist echt. Das sieht doch noch was aus, oder nicht? Das kann man durchaus machen, wie ich finde. Und jetzt machen wir die mal da drüben weg. Das ist ja peinlich, ne? Das ist ja peinlich. Aber es ist auch nicht ultra leicht. Jetzt habe ich auch gelernt, unten links, das ist die Lebensanzeige anscheinend. Oh, hallo. Wer bist du denn? Puh. Es gibt auch kein, kein Zielkreuz, was ich ganz gut finde, weil ich ja so ultra geskillt bin. Oh. Und wegspringen und Feuer. Ich glaube, die verschiedenen Feinde sind auch verschieden anfällig für die verschiedenen Zauber. Jetzt habe ich ganz schön oft verschieden gesagt. Und bam. Und nochmal. Hat er sich gerade geschützt mit dem Schild von meinem Eiszauber? Das finde ich sehr, sehr unrealistisch. Dieses Spiel ist sehr unrealistisch. Okay, jetzt gehen wir durch mit dem Space. Yeah, bam. Und der eine ist schon tot geblieben. Und jetzt kommt der noch. Und voll durchs Eis. Nee, noch nicht. Und voll durchs Eis. Ah, jetzt stirb schon, Mann. Okay. Okay, komm. Alter, was ist denn mit dem los? Der ist total immun. Ja, genau. Und dann kommt er nochmal mit seiner OP-Range hier angelaufen. Das geht ja gar nicht. Und den verbrennen wir jetzt. Hui. Achso, das gleiche geht übrigens dafür. Und, komm schon. Bam. Brenne. Du auch. Wow. Stopp. Wieso hat er denn so eine Mega-Range? Das geht doch gar nicht. In dem Testspiel hatte der nicht so eine Range. Wow. Wow. Schnell weg. Okay, aber ihr seht schon, was ich meine mit dem OP von der Space-Taste, weil du kannst halt immer abhauen, ne? Ich nehme mal an, das wird nachher irgendwie auf irgendeine Leiste gesetzt, die man immer mal wieder auffüllen muss oder abwarten muss, bis sie aufgefüllt wird. Alter! Was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein. Das kannst du normal jetzt, oder was? Das prangere ich an. Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Gut, diesmal wird alles besser. Diesmal habe ich einen Plan. Ich direkt verbrenne den Scheißkerl da. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Haben wir ihn getroffen? Kommen wir nochmal. Und 84 Schaden. So, da sind jetzt noch mehr. Guck mal, wie weit das geht, ne? Das ist voll gut. Wie, nicht getroffen oder was? Doch. Und nochmal. Bam. Sag mal, was ist... Hallo? Ja, ist er tot? Immer noch nicht, doch. Warte, jetzt den auch noch grillen. Hallo? Entschuldigung. Können Sie mal... Wo? Und noch einen normalen Feuerball hinterher. Nein! Yeah, 30. Yeah, und durch und durch. Und da verreckt er auch schon. Genau so muss es gemacht werden. Okay, gehen wir mal weiter. Was wollen wir hier noch zu entdecken? Oh, noch einer, ey. Warte. Und noch ein bisschen Eis hinterher. Was willst du? Vanille oder Waldmeister? Ah, jetzt ist er eingefroren. Nochmal was hinterher. Und noch ein bisschen Feuer. Warum nicht? Jetzt ist es schön langsam. Puh. Ey. Guck mal, der wollte mich schon wieder. Ah, ja. Da haben wir die Sache auch schon erledigt. Oh, Mann. Ich dachte, ich kann mal kurz weitergehen, aber dem ist wohl nicht so. Ja, wir kümmern uns hier mal. Nein. Oh. Okay, warte mal, jetzt springen wir mal durch und durch. Nein. Oh. Schießt er jetzt? Nee, er wollte mich hauen, aber er hat sich vertan. Und durch und durch. Yeah. Ich weiß nicht, wie viel Schaden so ein Eisquatsch macht. Aber anscheinend macht er Schaden. Der Quatsch. Was ist das hier? Barrier Pattern. Keine Ahnung, was das macht. Ab und zu habe ich die Sachen gekriegt, aber ich konnte sie nicht einordnen. Ja, das Spiel erzählt einem auch nicht wirklich viel.
von dem, was man so machen kann, machen könnte, machen können wird. Was haben wir hier? F gedrückt halten. Shield already full. Ah ja, da kann man seine Schilder aufladen. Okay. Aber das haben wir ja nicht nötig. Hier oben haben wir so Dinger, die kann man aufschießen. Dann platzen die so auf wie so Eiterbällchen. Und dann kriegt man Control Destruction oder auch andere Sachen, von denen ich nicht weiß, wie man sie einsetzt. Lass uns mal Escape drücken. Hier haben wir nix. F1 for help. Achso, hier. Zack. Okay. Also hier sind die Zauber verteilt. Es sind drei, warum auch immer. Es sind aber eigentlich nur zwei. Also Feuer und Eis. Habt ihr gesehen? So Shift kann man laufen. Dodge kann man, okay, das wissen wir ja. Hier mit wegspringen und so. Dann haben wir auf I noch was. Spellcrafting. Okay. Was haben wir hier? Target. Was ist das hier? Area of Effect. Okay. Da passiert gerade nichts, wenn ich die mittlere Maustaste drücke. Aber das ist wahrscheinlich auch, wenn ich beide drücke. Genau. Dann geht das hier los. Okay. Und dann lass uns mal I drücken. Oh yeah. Cool. Okay, was haben wir denn hier alles? Wir haben noch was Grünes. Sigils. Your choice of sigil determines how you power or fuel your magic spells. Spells. Ich würde wahnsinnig gerne hier irgendwas machen. Defensive ist die rechte Maustaste, nehme ich an. Und hier können wir irgendwie noch nichts machen. Wir haben doch aber Sachen. Ah, hier. Barrier Pattern. Okay. Okay, ja, das hatte ich noch gar nicht. Das hatte ich noch gar nicht mehr angeguckt. Mastery. Dann haben wir hier Destruction. Und Control Destruction. Okay. Uncommon Destruction Augment. Synthesizing these items will create a Destruction Augment of Uncommon Quality. Ja, lass mal gucken, was passiert. You have synthesized some items. Please select a result. Okay, also, Persistent Barrier Pattern. Keine Ahnung, was das hier alles heißt. Focus Destruction. Das sind plus 4 Destruction, minus 1 Control, minus 1 Mastery. Das drücken wir jetzt mal. Focused Destruction. Und jetzt können wir noch mehr hier verbinden, oder was? Targeted Pattern, Barrier Pattern. Alter Schwede, da haben sie sich aber was überlegt, du. Da haben sie sich aber was überlegt. Jetzt können wir hier nochmal Control machen. Synthesize. Destruction, man weiß nicht genau, was das hier sein soll. Okay, wir haben hier auch Sachen equipped. Können wir hier noch, nee, hier ist alles empty. Hier ist alles empty. Fire und Eis. Könnten wir hier, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn man hier Sachen noch irgendwie dazu tun könnte. Firestorm. Was ist das hier? Können wir das verbinden? Nee. Okay, ich hoffe einfach mal, dass wir da jetzt im Laufe dieses Spiels darauf hingewiesen werden, wie man da Sachen machen kann. Hier gibt es doch so lustige Sachen, wenn du hier auf F drückst, dann, ja, passiert hier so eine Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier gebuggt ist, was da gleich so komisch sich um ihn rum bewegt, oder ob das so soll. Ich glaube, es soll so. Ja, und die erzählen irgendeine lustige Geschichte, die mich total brennend interessiert. Lass uns mal hier weiterlaufen. Es ist sehr hübsch. Es ist sehr, sehr, sehr hübsch. Ja, Feinde! Wow! Und Space! So, jetzt müssen die so ein bisschen eingefroren sein. Jetzt ballern wir noch ein bisschen Eis hinterher. Ey, wieso ist auch kein Eis hinterher geballert? Und komm, komm, komm! Oh, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Komm schon! Und noch ein bisschen Feuer hinterher. Zack! Und zack! Und zack und weg! Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wenn er mich nicht mit seinem komischen OP viel zu weit Sprung noch kriegt. Oh, da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. So, Leute. Jeder will was abhaben. Ich habe hier Vanille, Banane und Erdbeer. Oh! Okay, das war jetzt nicht so cool. Weg, weg, weg. Und nochmal hinterher. Komm, komm, komm. Komm! Ja, wir haben ihm 68 abgezogen. Das ist nicht schlecht. Andere Leute würden dafür andere Sachen machen. Ja, stirb doch mal, du Nacken. Hopp. Oh, das zieht ja automatisch. Guck mal, wenn ich da hinschieße, dann trifft das den automatisch. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Und tschu. Und noch ein bisschen Feuer hinterher, oder was? Ah, der ist schon dope. Okay, wir kriegen Reinforcing Owl. Was ist das hier? Achso, dann macht er das normal, oder was?
Wow. Wow. Destructive Control auf irgendwas. Okay, lass mich nochmal gucken hier. Crafting. Kann ich jetzt mal bitte irgendwas craften hier? Eis. Ah. Okay. Jetzt könnten wir quasi... Jetzt verstehe ich. Okay, lass uns mal hier Feuer nehmen. Reinforcing Owl Pattern of... Voilà. Das tun wir jetzt noch dazu. Und... Ah ja, und jetzt haben wir hier Sachen, die wir eben gemacht haben. Destructive Control of Charging. Wollten wir nicht Focus Destruction machen? Plus 4 Destruction. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, das sieht für mich... Sieht das gut aus? Kraft. Reinforcing Firestorm of Volatility. Lass mich mal ganz kurz gucken. Haben wir sowas hier schon? Firestorm. Ja, Equip. Ah, das kann man damit reintun? Nee. Da muss man schon auswählen, was dafür reinkommt. Was changen wir? Hier sowas. Jetzt haben wir hier den normalen Firestorm. Und hier haben wir jetzt den Reinforcing Firestorm auf... Okay. Lass mich mal gucken. Das hier, ganz normal. Können wir direkt da oben hinschießen. Oh, ein bisschen Auto-Aim ist an, ne? Das ist natürlich ärgerlich. So, und jetzt gucken wir mal. Ich sehe keinen Unterschied, Commander. Und das hier ist, glaube ich, auch ein Schild, ne? Das ist so eine Art Schild. Kann man so ein bisschen schilden. Okay, weiter geht's. Oh, hübsch. Hübsch. Das ist nun wirklich sehr, sehr hübsch. Ich befürchte, dass sie... Hier, Checkpoint. Dass sie ein bisschen zu viel geguckt haben darauf, dass die Grafik auch hübsch ist. Und ein bisschen zu wenig darauf, dass man jetzt hier auch mal klarkommt mit diesen komischen Crafting-Sachen und so. Okay, da haben wir so eine Art Boss, glaube ich. Da hätten wir jetzt auch mal eisen können. Oh, habt ihr gesehen? Wir haben mehr Schaden gemacht. 100 noch was. Sofort. Instant. Tschu. So, ein bisschen gebrannt hat er schon, ne? Und, komm. Und nochmal. Und komm. Jawoll, ja. Okay, also wir haben quasi den gleichen Zauber, wie wir vorher auch schon hatten. Aber der hat ein bisschen dickere Klöten. Finde ich gut. Finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das ist gut gemacht, dass wir jetzt einen stärkeren Zauber haben. Denn ein stärkerer Zauber ist gut. Ein stärkerer Zauber ist gut. Ein stärkerer Zauber, ein stärkerer Zauber, ein stärkerer Zauber ist gut. Lala. Oh. Es ist sehr, sehr hübsch. Ich frage mich, ob es nachher auch einen Multiplayer geben soll. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber das Ding hat volle Gamepad-Unterstützung, sehe ich gerade. Ist ja mal interessant. Deswegen wahrscheinlich auch die ganze Auto-Aim-Geschichte. Ey, was bist du denn? Hier war ich, glaube ich, noch nicht in meiner Vorspiel-Action. Da schießt einer auf mich. Kann das sein? Oh. Komm, 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 komm. Oh, das war nicht so schlau von mir. Und einmal durch und durch, bitte. Und... Oh, er ist schon tot. Ich glaube, dieses Dodgen macht auch unglaublich viel Schaden. Nee! Die auf mich schießen. Kann ich dem Ding ausweichen? Ah, jetzt ist er schon tot. Ja, weil unser Zauber jetzt so stark ist. Destructive Mastery. Yes. Mal gucken, ob wir da irgendwas Geiles noch synthetisieren können. Wir haben ja jetzt... Wir haben ja jetzt hier... Destructive Mastery... Was haben wir denn noch Geiles? Was haben wir denn hier noch Geiles? Firestorm brauche ich nicht. Wobei... Also Destructive Control of Charging, das haben wir ja schon mal benutzt, ne? Oh, hier muss es rein. Dann Destruction. Und vielleicht noch Mastery, geht das? Yes. Synthesize. Two Destruction. Ein Control, ein Mastery. Ich glaube... Das ist jetzt auch 50% Damage Resist while charging. Das finde ich gut. Aber wir nehmen trotzdem das hier. Und wo haben wir jetzt was Schönes? Welches ist das hier? Mastered Control oder was? Ich weiß es nicht. Wir könnten ja aber vielleicht nochmal mit dem Eiszauber irgendwas rumexperimentieren. Aber da können wir die Sachen nicht reintun, die wir selber synthetisiert haben. Das prangere ich an. Das macht man nicht, Freunde. Das, sowas macht man nicht. Weiter geht's. Wir gucken uns noch ein bisschen das Spielchen an. Ich glaube, gleich kommt eine kleine Zwischensequenz. Oh, Schilder sind voll, brauchen wir nicht. Wobei die Sequenzen jetzt hier wohl auch noch nicht so ganz ausgearbeitet sind. Ne? Da müssen wir auch noch mal ein Auge zudrücken. Upsi.
Well, you're not the prey I was hoping for. Come on, you'll have to do better than this. That voice, you were Shark's other guest at the party. How are you awake? Das bin jetzt ich. Yep, that was me. Roth sent me to the scout your path. He calls me your griffin, and I'll be ahead of you watching for trouble. It looks like you could use the help. was hast du gesagt, Frau? Sie ist mein Scout also, ne? Why am I supposed to trust you? Count checks to do everything I had. If seeing him dead means working with you, so be it. And watch your back, that bastard Regiro is around here somewhere. Regiro is here? I annihilate that son of a bitch! Puh! Sie ist eine Magierin. Sie ist eine Magierin. Hallo. Okay. Können wir weitermachen? Checkpoint. Checkpoint Action. In the house. Okay. Du willst dich mit mir messen, ja? Probier doch mal. Warum jetzt hier? Oh, jetzt läuft er. Jetzt trifft ihn mein Zauber wahrscheinlich nicht. Nein. Einmal dodgen. Schon mal aufladen. Und prassle nieder, Feuer der Toten. Oder so. Oh, bist du schon tot? Okay. Da hinten ist noch irgendwo einer. Wir können ja schon mal dahin feuern. Da ist noch so ein Ding. Das ist eine Eiterblase. Ey. Wir müssten eigentlich mal testen, ob wir die Schüsse... ob wir die Schüsse so blocken können. Komm. Kannst du auch schießen? Nee, ne? Wow. Yeah. Ich hab die Taktik raus. Ich hab die Taktik raus, Freunde. Na? Irgendwas riecht hier ein bisschen verbrannt. Bist du das? Das war nicht witzig. Weiter geht's. Weiter geht's. Was haben wir hier noch? Sieht sehr schön aus. Habe ich das schon mal erwähnt? Es ist nicht von hässlichen Eltern. Oder wie man das halt so sagt, ne? Focus Control of Changing. Genau, mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Es ist halt hauptsächlich auf diese Zauber hier ausgelegt, dieses Spiel. Der Hersteller meinte, er spielt in allen Spielen immer einen Zauberer. Und ich hatte das immer genervt, dass sie immer so schwach sind. Und dass sie immer mit Mana-Problemen zu kämpfen haben und so. Und hat er gesagt, jetzt mache ich mal ein Spiel, wo das nicht so ist. Und bis jetzt... das war knapp. Bis jetzt sieht das auch ganz gut aus, wie ich finde. Dann Schild. Brenne! Immer noch nicht. Brenne! Yes! Okay. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob es hier so verschiedene Zaubermöglichkeiten gibt, wie zum Beispiel bei Magica, wo man Sachen so verbinden kann. Also, dass du zum Beispiel auch einen Strahl machen kannst oder splattern kannst in verschiedene Richtungen und so. Das wäre natürlich sehr, sehr interessant. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich sowas ausgedacht haben, ne? Hat er mich gleich? Nee, hat er nicht. Ich hab ihn gleich. Ja, man fühlt sich schon ein bisschen mächtig, ne? Man hat schon so ein bisschen das Gefühl, ich bin der Badass-Magier. Und ihr habt doch am Anfang gesehen, wo ich zweimal gestorben bin. Man muss erstmal reinkommen. Aber wenn man erstmal drin ist, dann ist es schwierig. Schwierig für den Gegner hier irgendwie nochmal eine Chance zu haben gegen einen. Destruction haben wir gerade bekommen. Ey! Ich müsste mal wieder mein Schild aufladen. Ist er tot? Yes, Insta-Kill! Haben wir noch einen? Yo. Warte. Warte. Oh, kriegt ihn das noch? Yeah. Oh. Und durch und durch. Ah, da hinten kommt noch so ein Chef-Boss. Der hat aber schon gebrannt jetzt hier genug. Oh, doch kein Boss. Komm schon. Nein! Oh, der OP-Sprung schon wieder. Ich glaube, das ist egal, wie weit er von mir weg ist. Oh. Ich meine, es ist schon ein bisschen OP, dass ich mit meinem Ausweichsprung auch gleichzeitig so viel Schaden mache. Aber pff, wenn ihr das sagt, mache ich mit. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir den Schuss hier... Ah, kannst du nochmal schießen? Bitte? Okay, kann ich nicht ausweichen damit. Und tot. Yes. Bogenschützen sind ja meistens Luschen, ne? Die halten ja meistens nicht so viel aus. So, was ist hier? Hier war ich nun schon gar nicht.
Hier haben wir nochmal irgendwie so eine Geschichte. Ja. Oh ja, damals, als ich... Ja, interessant. Das könnt ihr euch halt angucken, wenn ihr euch das selber holt, wenn ihr das vielleicht möchtet. Wenn euch das so interessiert. Es kostet im Moment im Early Access Pre-Alpha 14,99 bei Steam. Guckt nochmal auf das Datum, wann das Video erschienen ist, falls ihr gerade irgendwie drauf gestoßen seid. Denn vielleicht kostet ja es ja gerade irgendwie anders viel. Und ich bin nicht schuld. Was war das jetzt? Habt ihr das gesehen? Was ist da los? Oh, hell! Irgendwas ist los. Irgendwas ist los. Oh! Dodge. Und Feuerball. Yes. Und noch ein Feuerball. Und Dodge. Und noch... Oh! Yeah! Okay. Ich muss meine Schilder aufladen, Freunde. Und... Nein! Ich hab mich verdrückt. Da sind jetzt mehrere von diesen blöden... Oh, shit. Von diesen blöden... Bogenschützen. Einen habe ich. Einen habe ich. Noch einer ist... Ah, das ist aber kein Bogenschütze hier. Nein, zu viele. Es sind zu viele. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich muss weg. Ich muss weg. Schnell, lauf doch. Da kann ich nicht zurück. Oh, shit. Okay, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Und der letzte Checkpoint war so weit weg. Oh, das wird jetzt nichts. Das wird jetzt nichts. Oh, shit. Ich geh hier nochmal durch. Spring, spring. Ich könnte auch einfach durch alle durchspringen, ne? Bin ich immer in Bewegung? Oh. Und ich verletze sie auch. Ist doch geil. Zack. Jawohl. So macht man das. Hey, Digga. Ich hab hier was für dich. Ne, nicht mich treffen. Yes. Und durch da. Ist er tot? Wir haben noch einen. Wir haben noch einen. Und durchspringen. Jawohl. Haben wir ihn? Alter. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Haben wir irgendwo noch eine Möglichkeit, hier das blöde Schild aufzuladen? Oh, das wäre jetzt sehr, sehr praktisch. Was mich total nervt, und das nervt mich sehr, sehr, ist, dass man nicht springen kann. Also, ich glaube nicht, dass das geht. Wir haben ja auch hier schon geguckt. Space ist ja zum Dodgen. Nee. Es gibt kein Springen. Und ich finde, Leute, das geht nicht. Man kann heutzutage kein Spiel mehr machen, was in so 3D-Ego-Shooter-mäßig gemacht ist. Und dann nicht die Möglichkeit mit einbauen, dass man springen kann. Das geht... warum muss ich euch das denn erklären? Das sollte doch selbstverständlich sein. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Was mit den Leuten irgendwie kaputt ist. Manchmal denke ich dann, ja, es ist einfach, man würde denken, aber nein. So, wollen wir hier überhaupt runter? Dann müssen wir unsere Schilder aufladen, Leute. Wir müssen ganz dringend die Schilder aufladen. Ist jetzt hier irgendwelche Action oder darf ich hier nur runtergehen, um das hier zu bewundern? Oh, ja. Das sieht gut aus. Können wir da auch vielleicht irgendwie hinter den Wasserfall? Oh ja, das sieht nach Bonus aus. Juhu. Hallo? Haben wir jetzt irgendein Special? Mastery. Und hier? Was ist das denn? Journal updated. Wie mache ich mein Journal denn an? Hier? Nee. Warum nicht? Escape? Egal. Ich bin eh nicht so der Journal-Typ. Da stehen wahrscheinlich irgendwelche Texte drin zur Story, die mich ja brennend interessiert. Lassen wir das mal. Das machen wir ein andermal. In einer ruhigen Minute. Weiter geht's. Oh, da haben wir noch so Sachen, die wir uns holen könnten, wenn wir sie treffen würden. Oh, Checkpoint. Yes. Yes, yes. Oh, was kriegen wir da? Was kriegen wir da? Mastery. Da muss man sich natürlich immer ein bisschen mit beschäftigen, wie dieses Crafting-System und Synthesizing-System funktioniert. Boah. Wie ich ausgewichen bin. Wie so ein Pro. Okay, hier jetzt nicht so pro-ig. Oh, shit. Lass mich in Ruhe, du Sacksau. Einmal durchspringen. Oh, jetzt habe ich dich angezündet. Das tut mir leid. Alter! Instant-Tot.
I don't like this. Aber wir haben ja gerade hier, gerade just in diesem Moment, haben wir ja einen Checkpoint aktiviert, nicht wahr? Also weiter geht's. Oh, ich wusste, dass du da bist. Treffen wir den? Ja, wir haben ihn getroffen. So, aufgeladen. Zack, ab ins Gesicht. Und weg mit uns. Hauptsache die blöden Sack-Sau-Bogenschützen. Er hat mich getroffen. Er hat mich von da ganz hinten getroffen. Das ist doch nicht wahr. Oh, können wir mal bitte... Nein. Irgendwie bin ich noch nicht so ganz geskillt da drin. Seid ihr beide tot? Sieht so aus. Okay. Liebe Freunde, Bogenschützen... Ah! Tot. Und... Tot. Schild. Hä, was? Warum ist es nicht voll geworden? Uha. Einmal auf die Bogenschützen da hinten. Ich glaube, ich habe mindestens einen getroffen. Und weiter geht's. Oh. OP-Sprung. Na komm, stirb. Wir machen so wenig mit dem Eis, ne? Aber es liegt auch daran, dass wir das Feuerding halt jetzt geupdatet haben. Oh, shit. Und mit den, ja, ne? Okay, so ein Zauber kann man anscheinend nicht abbrechen. Das finde ich schade. Aber es ist auch eigentlich egal. Wir haben ja keine Mana. Insofern, oh. Immer schön erstmal die Bogenschützen wegmachen, bevor man hier großartig weitermacht. Oh. 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 Haben wir einen neuen Gegner? Nee. Hört er sich nur so an. Dodge weg, Mann. Komm schon. Shit. Auch die Gegner, wie ich finde, sehen ganz gut aus. Wow. Yes. Und? Ach, du immer noch. Nimm das! So, Eis gibt's nicht mehr. Eis ist aus. Die sind auch Wurst vom Grill. Wurst. Ja, und looten wäre natürlich super, aber geht nicht. Wäre auch mal interessant zu wissen, ob die das planen, hier zu integrieren. Würde sich natürlich total anbieten, ne? So, was haben wir hier? Können wir da mal... Danke. Und darauf vielleicht auch noch? Nicht? Yeah. Okay, weiter geht's. Oder geht's? Kriegen wir noch irgendwas hier gefunden? Nein. Es ist, ich wiederhole es nochmal, es ist eine Pre-Alpha. Es ist eine Pre-Alpha. Die wollten einfach nur, damit die Leute schon mal sehen, wie die grundsätzliche Spielmechanik so funktioniert. Und laden natürlich herzlich ein, dass alle, die das Spiel schon anzocken, mal in die Foren kommen und ihre Meinung dazu sagen. Also wenn ihr da Interesse habt und quasi mithelfen wollt bei der Entwicklung dieses Spiels, dann seid ihr herzlich eingeladen, da in diese Foren zu kommen. Oh, shit. Es ist... Oh! Es sieht schon ganz gut aus. Aber wir könnten auch sterben. Nein. Und noch runter. Yes. Und finish him. Yes. Ja. Geht ganz locker flockig von der Hand eigentlich. Das nervt mich hier noch ein bisschen mit den Pfeilen. Oh, jetzt bin ich gleich schon wieder tot. Nein. Okay, und das letzte Schild lädt sich anscheinend automatisch wieder auf. Aber das lässt mich jetzt auch nicht ruhiger schlafen. Wenn wir jetzt noch mehr Feinde kriegen auf einmal, dann ist hier aber Kacke-Salat. Oh, yes. Oder? Kann man damit... Kann ich hier... Hallo, Entschuldigung. Könnt ihr mal weggehen? I want to know where this came from. Jetzt hast du das leer gemacht, die Sau, sag Sau. Ich wollte das doch benutzen. Arsch. Wie jetzt? Na, aber jetzt aber mal hier. Danke. Da war ein Ast davor. Das ging also nicht. Na, kommen wir da hin? Kommen wir da hin? Nee. Doch. Jetzt. Nee.
Vielleicht doch. Na, wollt ihr laufen? Und bam. Ich treffe die nicht. Warum nicht? Und jetzt. Yes. Und beide tot. Weil ich so ein Königsmagier des Todes bin. Oh, jetzt ist wieder hübsch, oder was? Na, komm. Warte mal, diese Geschichtsscheiße hier. Und das ist doch ein Bug, oder nicht? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch noch nicht geplant. Also nicht, dass ich denen das jetzt vorwerfen würde. In so einer Pre-Alpha, aber... das sieht schon ein bisschen lustig aus. Da kommen wir nicht durch. Tschu. Tschu. So, was kriege ich? Barrier Pattern und so. Control. Ja, wahrscheinlich kann man da auch total abgefahrene und total komplexe Sachen machen. Und ich bin einfach nur zu faul, um jetzt zu gucken, wie das richtig funktioniert. Aber das macht nichts. So, haben wir hier noch... Ist das ein Feind? Nee, das ist die Tante von vorhin. Hallo, Tante von vorhin. Oh Gott, that was intense. I was dead, but here I am. Yeah, that happened to me. Ach, sie ist tot. Well, I'm not complaining. If you're scouting, you don't have to get up close and personal. Hey. Oh, right. Beat heißt immer, dass wir eine kleine Pause machen. Falls sich das jemand gefragt hat, der gerade unten den Text gelesen hat. Es ist echt unglaublich hübsch. Und hier können wir nochmal das Schild aufladen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt schauen wir nochmal, ob wir irgendwas anderes, Neues auf die Schnelle jetzt mal finden oder sehen können. Wenn nicht, würde ich sagen, habt ihr euch mal schon mal ein Bild machen können von diesem Spiel? Könnt gerne, wahnsinnig gerne in den Kommentaren ein bisschen diskutieren, was ihr davon haltet, was ihr denkt, ob das geil wird oder ob das eher so mittel wird oder vielleicht sogar scheiße. Ja, könnt ihr gerne reinschreiben, würde mich interessieren. Könnt ihr auch untereinander so ein bisschen reden darüber. Ich persönlich denke, wenn sie es jetzt nicht hart verkacken, dann kann man da einiges draus machen. Vielleicht am Anfang irgendwie so ein bisschen Tutorial-mäßig erklären, wie das funktioniert mit diesem komischen Zaubercraft-System. Und hübsch ist es ja schon. Ey, Alter. Da brauchen sie jetzt nicht mehr so viel machen. Also das kannst du direkt so verkaufen. Nur halt die Zugänglichkeit muss ein bisschen erhöht werden. Muss ein bisschen... Alter! Ah, okay. Oh, das war Timing, ne? Muss noch ein bisschen zugängerfreundlicher gemacht werden. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall Potenzial. Und ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anschauen. Und vielleicht gibt es dann auch in ein paar Wochen, Monaten nochmal ein Video, wo ich zurückkomme und mir das Ganze mal hier anschaue und gucke, was sie daraus gemacht haben. Und ja, ich bin einfach mal gespannt. Ich bin einfach mal todesgespannt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das nächste Gameplay-Video wird auch schon wieder sehr bald kommen. Und zwar, oh shit, zeige ich euch ein anderes Alpha-Spiel, was jetzt schon vertrieben wird, damit die Community da ein bisschen mitreden kann. Namen verrate ich nicht, weil ich nicht spoilern will. Ich habe ihn vergessen. Und freut mich drauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war euer Fischkorb und tschüss.